Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei Innovative Reality mit dem Merlin. Auf jeden Fall. Wir haben ein paar lustige Sachen. Zum Beispiel dieser Biberkopf da oben. Ja. Der ist richtig geil. Und dieses Fliegengittertor und. Ich will hier noch was Tolles reinbauen. Ihr könnt euch denken, bei dieser Form, was ich baue. Einen Ofen. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr toll, ist das? In der letzten Folge haben wir ja was Interessantes gemacht. Und zwar waren wir da im ewigen Frost. Und für diese Folge haben wir uns auch wieder ganz toll einige Sachen, ja. Aber erstmal würde ich gerne in die Höhle gehen. Oder? Ah ja, wir haben eine Höhle freigebuddelt. Ich zumindest mit meinen Random Hurricanes. Mit Merlins Random Hurricanes hat er seine Höhle gefunden. Die wir jetzt immer begutachten werden. Hier geht's nämlich rein. Ins Schlamassel. Ich habe jetzt einen Magic Jump Marble. Und hier gibt's eine Truhe. Da war ich noch nicht dran. 6 Kohle und 9 Whetstone. Das ist voll ja krass. Und hier backt wieder alles. Das ist auch schön. Bug Dimension. Oh, danke schön fürs Eisen. Hier ist ja der Erz. Das ist schön. Da freuen sich die Chinesen. Marble. Marbella. Was habe ich denn da bekommen? Hier ist Salzerz. Ich glaube, wir brauchen Salz niemals, aber soll's. Ich will hier mal testen, wie hoch. Kommst du mal? Was, wie? Hier hoch. Da hoch. Ja. Ich baue erstmal hier die. Ich baue erstmal das alles ab hier. Haha, wie geil. Löl. Das ist so, ja lustig. Nein. Magic. Das ist wirklich Magic Jump Marble. Du darfst nicht Leertaste drücken, dann gehst du noch höher. Das ist so gut. Es ist total weggenackt. Oh nein, der Jump Marble ist ab. Haha. Ich bin so Nickel böse. Brauchen wir auch nicht mehr. Das ist das tolle Blut. Iron Ore und jetzt können wir dieses Kieszeugs abbauen. Und da hat man plötzlich keinen Inventarplatz mehr. Ui, hier ist Limestone von EDX. Okay. Highly enriched gravel. Oh, mein Stuhl geht gerade runter. Ich muss. Diese Druckfeder, weißt du? Die ist kaputt. Och ja. Und da geht er einfach runter. Ja, denn das. Ja, ist, das. Bei Stühlen, die langsam nachlassen. Die haben so diese Probleme. Oh. Vor allem, wenn man so schwer ist wie ich. Bist du so schwer, Merlin? Das glaube ich aber gar nicht. Doch. Ich bin groß, ich bin dünn, aber groß. Ja, stimmt, das ist die Sache. Nee, also so breit sahst du mir eigentlich gar nicht aus von der Statur her. Ich auch nicht. Ich bin so dünn wie. Dünner geht's nicht. Ja, ich bin nicht so dünn wie dünner geht's nicht, sondern. Och ja. Stämmig. Ah ja, was soll's. Stämmig ist schon die. Oh, Diamant-Nugget. Platin, ups. Stämmig ist ja schon kurz vor Fett. Naja, gut, so schlimm will ich selbst jetzt sehen, aber so naja, also auch nicht, aber trotzdem. Auf jeden Fall nicht so dieses mega Spargeldünne. Da wird gleich die Frage aus den Kommentaren beantwortet, wie du aussiehst, ne? Ja, im Prinzip schon, also so kann man mich schon mal vorstellen. Also ich bin auf jeden Fall kein Topmodel, das kann ich schon mal sagen, aber gut. Ich glaube, hat auch niemand mit gerechnet, glaube ich. Du bist ein Topmodel. Aber sehe doch. So sieht's aus, bestimmt. Und hier steht auch im Chat Kleinstar 2. Star. Ja, ich war ein bisschen bescheuert und hab das geschrieben. Ja, Merlin wollte einfach das mal der Welt mitteilen. Du bist auf jeden Fall mehr Topmodel als ich. Glaube ich dich. Doch. Du weißt doch, wie ich aussehe. Ja, nee, aber es ist ja nichts Schlimmes, Merlin. Doch. Es ist nicht schlimm, scheiße, wie ich auszusehen, ne? Man, du hast ein Selbstwertgefühl, ganz ehrlich. Lö. Fast nicht existent. Auch. Du hast auch fast nicht existent, oder nicht? Naja, gut, also ich sag auf jeden Fall nicht, dass es sowas Selbstabwertendes zu mir, also hatte ich jetzt nicht vor. Ja gut, wer die 5 lustigsten Tierarten geguckt hat, der weiß, was das ist. Ja, das war doch lustig. Haha. Das waren doch die 5 lustigsten Tierarten. Ja, das war wirklich lustig. Und diesmal wirklich das richtige Lustige. Nicht das abgefakte Lustige. Das richtige Lustige. Das abgefakte, ja. Iron Pet Horse Armor. Roppe. Von Cave World. Lustig. Dann fügt das doch was hinzu. Add Cave. Toll. Wie geht das doch nochmal mit in der Chest? Es gibt nämlich noch eine andere Dimension, in die wir wollten.
irgendwas mit einer Ender Chest in die Mitte platziert. Das war Cave World, ja. Ja, aber was für eine Ender Chest denn? Die normale. Ja gut, dann gehen wir demnächst mal Obsidian farmen. Für Nether. Ja, das müssen wir sowieso machen. Ja, irgendwann werden wir es brauchen. Ja doch, das ist wahr. Haben wir noch ein Vanilla-Item, eben mal ein Minezart. Ich wollte aber lieber ein Schokoladen-Item. Nein, guckt Lava, wie das ist einfach mal ins Feuer gelaufen. Ah! Gut, aber ich sage mal schon, erste Frage mal wieder. Von Max Timme. Timme! LP. Was haltet ihr von Remakes, Mods oder Games? So ein Scheiß. Ich weiß genau, warum der das gefragt hat, wie der auf diese Frage gekommen ist. Er hat er kam bestimmt auf diese Frage mit seinem, wegen Pokémon Oras. Ach so, ja, dann schieß los, Merlin. Also Remakes finde ich ganz geil, wenn es quasi, wenn die Story nochmal verändert ist. Bei Pokémon ist es ja so, dass es quasi so verändert ist, dass du quasi der Typ nach dem, vor dem du vor warst, zumindest war es bei HeartGold so, da hat man quasi in der Story noch den Typen gehabt, den man vorher gespielt hat, wenn man Gold gespielt hat. Gegen den hat man dann auch am Ende gekämpft. Das fand ich schon ziemlich geil. Und dann haben die Dorfbewohner auch immer von diesem Typen erzählt, ja, dass er so als großer Held gefeiert wurde. Dann kam irgendwie Team Rocket wieder in die Stadt, die dann vorher von diesem Typen verjagt wurde. Okay. Und das finde ich auch schon richtig cool, wenn die Story dann wirklich mit eingebunden ist. Wenn das jetzt nur die Grafik verändert wird, dann weiß ich nicht, dann ist das... Bei Pokémon Oras ist ja die Story auch nochmal anders, da gibt es ja auch ganz viele neue. Also, wenn es solche Remakes sind, die neue Sachen hinzufügen, dann feiere ich die richtig. Also, ich muss dazu sagen, ich finde Remakes jeglicher Art gut, auch wenn das einfach nur grafisch ist. Ich finde, das lohnt sich in jeglicher Form, wenn das Spiel an sich denn gut war. Das ja, aber so wenn es jetzt so ein Story-Spiel ist, so The Vanishing of Ethan Carter, wenn jetzt nochmal ein Update... Dann wäre ein Remake nur mit besser gehabt. Ich weiß ja, ob sich das dann lohnen würde. Ja, dann würde ich es auch nicht nochmal let's playen, das ist ja die gleiche Story dann, aber... Ja, nee, dann lohnt sich sowas nicht ganz so wie beim Open-World-Spiel zum Beispiel. Ja, bei sowas, klar, ist ein Grafik-Update immer gut, aber das ist ja dann kein Remake, das ist ja nur ein Grafik. Ja, nee, da kann man auch nicht mehr so vergleichen. Und hier ist ein Minezart, eine Sinni-Side-Axe mit 11 Attack-Damage. Lustig. Simple Ores, sei Dank. Wo hast du die denn her? Aus so einem Minecart. Ach so. Ja, ich habe nur Scheiße da drin. Ich hab mir die ganze Zeit diesen Enriched Gravel, Heili. Ich nehme mal die Schienen mit, vielleicht kann man wirklich was daraus machen. Nee. Doch, bestimmt irgendwie. Da können wir so behindert rumfahren. Ja, genau. Ja, dieses behinderte Rumfahren plus dieses Schlagen mit den beiden Händen, das muss bescheuert. Nein, und auf dem Boot am besten oder so. Oh, Galena, oh. Da freut sich Lena ist bestimmt sehr selten. Da freut sich Lena. Ja. So, da haben wir mal wieder ein bisschen Minentour hier gemacht. Ich würde sagen, ist es jetzt Zeit für die nächste Frage? Ich guck mal, was sagt die Folge? Also auf jeden Fall... auf jeden Fall unser Fazit, wenn es denn wirklich ein bisschen verändert wurde mit der Story, dann ist es auf jeden Fall... Ja, bei Story lassen spielt auf jeden Fall auch noch ein paar sonstige Veränderungen, dann bitte. Ja. Dann gerne. Und eventuell auch detaillierter das Ganze machen, je nachdem, wie alt das Spiel halt ist. Habe ich ja auch schon gesagt, dass ich Pokémon Oras wahrscheinlich dann let's playen werde, wenn es ja. Schön die Schleichwerbung hier nochmal einwerfen. Natürlich. Naja gut, wer die Serie schon länger verfolgt, der ist halt, der weiß auch relativ über unsere Kanäle Bescheid, nehme ich mal stark an. Über meinen nicht. Naja, doch. Wie gesagt, ja, The Vanishing of Ethan Carter, okay. Hin und wieder schon auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht so... Ach so, und wir haben heute noch einen Gast dabei in der Aufnahme. Der kommt gleich. Und zwar ist das die liebe NSA. Ja, hat sie ein bisschen verspätet. Muss doch gerade ein paar andere Videos komplett angucken, um zu gucken, ob da irgendwas Staatsfeindliches gesagt wurde. Ja, Schalko Pirate zum Beispiel. Das heißt das nämlich, fuck this shit. Ja, auf jeden Fall heißt es das. Ich habe übrigens ein schönes Bild in meinem Texture-Pack von Schalko Pirate-Erz in echt. Ja, stimmt, das ist so ein Dreck. Such den Mann einfach mal nach Schalko Pirate-Erz in echt. Ja, super schön. Ja, Google for the win. Ups. Ja, stimmt. Übrigens werde ich jetzt mal wieder hier... Ach du Scheiße. Chicken Pirate. Wie kommen wir jetzt überhaupt hoch? Ich wollte hier eigentlich nur raus. Ach du Scheiße. Alter. Hier geht's hoch. Ah nee, doch nicht. Dann geht's in die Richtung hoch. Nee, hier, klar. Ich hab rausgefunden. Ich auch. Oh nein, der Welt teleportiert sich bestimmt gleich wieder. Nee, ich bin hinter dir, genau.
Oh nein, er hat auch rausgefunden. Ich wusste, wo es war. Ich bin nur erst in die falsche Richtung gegangen. Ja, das war mir ebenso gewesen. Aber ich wusste erst dann auch nicht ganz genau. Aber naja, was soll's. Immer dieser Konkurrenzkampf. Wer zuerst weiß, wodurch man muss. Ja, ja. Das ist schon. Das ist schon ein bisschen zweideutig. Des Kampfes würdig. EDX. Ah, ne, ist Minecraft Erz. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für die nächste Folge, oder? Nee. Nicht? Die geht erst 10 Minuten. Frage meine ich. Oh, jetzt fang ich auch damit an. Naja, ja. Bester Joke. Ja, unglaublich. Ja, und dann machen wir mal weiter hier. Mit der weiter. Nächsten Musik auch am besten, weil die ist ja viel zu laut. So, die nächste Frage, vielleicht sollte ich die Frage wechseln. Der Profi XXL Erik natürlich wieder. Wenn du was an Minecraft verändern könntest, was würde es sein? Ich würde auch. Also ist jetzt auch die Frage an mich gerichtet. Ja, aber beantworten wir eh alle. Ich würde auf jeden Fall den Minecraft-Spieler in Form eines Schwanzes machen. Nein, einfach nein. Oder so den Villagern einfach so einen Schwanz als Nase. Das ist, haben sie ja schon fast gemacht. Ja, fast, aber nicht ganz. Das muss noch hochtexturiert sein. Oh nein, Verdi, du bist grauener. Lol, lol. Ich denke auch, Mod-Blöcke, so haben wir wieder ein bisschen Marvel von Steam Engines. Steam. So. Ich mag lieber Origin. Achso, ja. Wo sind eigentlich die Schienen hin? Ach, die sind in die Holzkiste gewandert, okay? Ja, ich habe die da hingetan. Die wandern nicht von einfach so. Doch, die wandern einfach so. So. Bescheuert. Noch ein Minezart. Ist die Folge noch drin für die Dungeon-Erkundung im Meere? Eternal Frost? Was? Wir wollten auch im Eternal Frost noch einen Dungeon machen, den ich gefunden habe. Ja, auch mal. Nee, aber jetzt erstmal noch, mache ich erstmal gleich, fange ich endlich mal an mit dem Minium Stone. Lustig. Rubine haben keinen AMC-Wert, das ist schade. Die Decke ist schön, finde ich, ja. Eine geile Decke ist das, ja. Wir haben sogar noch eine Holzdruckplatte. Nett. Ja, was würde ich an Minecraft verändern? Ich würde Dingens Optifine integrieren. Was würdest du integrieren? Optifine integrieren. Ich würde sowas von nicht mehr spielen. Doch, Optifine integrieren wäre schon ziemlich gut. Optifine, Inventory Tricks, Vein Miner und Damage Indicators und so alles würde ich die bekannten Modifikationen, die würde ich alle integrieren. Das ist eine Sache, die wäre auf jeden Fall sehr lustig. Aber auch nochmal ein bisschen abändern so. Ja, gut, die sind in ihrer Funktion sind die schon gut genug, finde ich. Also Adventure Tricks, das wäre der große Ja, aber die machen. Texturen und alles, ist es ja oft so, dass Minecraft irgendwelche Mods nachmacht. Also quasi. Ja, halt Texturen haben die ja alle nicht. So Pferde zum Beispiel und dann haben die ja neue Texturen dann wirklich im Minecraft-Design so. Also wenn jetzt so eine HD-Textur so, keine Ahnung, Better World nehmen würdest, dann würden die auch nochmal abändern. Das ist schon so. So, 8 Dingens brauchen wir in den Kalzinator. Machen wir mal die ganzen Sachen jetzt, die ganze Geschichte. Den Kalzinator rein damit. Und hoffentlich kriegen wir dann den supergeilen Staub. Supergeil. Ich denke mal. Das müsste mich genau diesen Wert ergeben, wie der gibt, kommt was anderes raus. Ja, Menium Dust. Den lassen wir auch erstmal schön da brutzeln. Ey. Und währenddessen kann ich ja schon mal eine. Wir haben ganz viele Emeralds. 15 Stück haben wir noch. Ja, wir durch die ganzen Zelda-Gefäße. Ich hätte nie gedacht, dass das da deutlich kommt. Aber lustig. Das ist wirklich eine Änderung. Damit hätte ich jetzt niemals gerechnet. Was soll's? Das ist ja keine verkehrte Änderung, zum Glück. So, das ist dann so. Wie habe ich denn das hingekriegt? Guck mal. Ich habe Slightly Enriched Gravel als Block im Inventar. Was? Wie habe ich das denn geschafft? Mit Vayne meine irgendein Bug? Kann sein. Bullshit. Ja, aber lustig. Das ist schon so. Erebus-Fahrer, ab da rein. Die tolle Larve ist in einem Feuer gestorben, das ist auch sehr geil. Geil. Das ist wirklich geil. Welchen Feuer denn? Von der Kuh. Ach so. Brittle Lifestone. Little Britain. Ja, ach ja, brittle. So, ich würde sagen, auch das ist schon die letzte Frage für heute. What? Fragt Zech, liegt ihr Wert auf Markenklamotten? Nein. Nö. Kommt drauf an, Markenklamotten sehen oft gut aus.
Also wenn es gut aussieht. Das haben sie an sich, aber generell, warte mal, hier brauchen wir doch. Also mir ist das scheißegal, welche Marke, Hauptsache es sieht gut aus. Ja, das ist eigentlich so, das ist die Sache, doch. Das ist, da muss nicht unbedingt alles sein. Ich habe zwar auch einige davon, aber es kann auch keine ohne sein. Ja. Aber interessante Frage, hatten wir so noch nicht gehabt und das Dumme ist, dass hier... Der Copyright ausgegangen ist, oh mein Gott. Das wäre wirklich dumm, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie powert man jetzt den Alu-Deal? Was für ein Deal? Das Alu-Deal-Dingens, bepowert man... Schlechter Deal. Ich glaube auch. Ach so, den Adudel. Adudel. Aludel, Adudel. Das Alu-Deal. Ja, auf jeden Fall. Ich guck gerade mal nach, wie man den bepowert. Ich glaube mit Kohle einfach nur. Nee, das hat nicht geklappt. Dann mit diesem Athenalis-Fuel vielleicht. So, ich geh jetzt nochmal währenddessen kurz in den Eternal ewigen Frost. Okay, alles klar. Dingens. Ewigen Frost. Was eine genaue Beschreibung. This thing does require fuel to run. Dieses Ding. Boah, das ist ein tolles Wiki. ist so. Equivalent. Ach, schade, dass ich das nachgucken muss. Ich war mir fest überzeugt, das wäre hier mit Dingens, mit Code wäre das gewesen, aber war es leider nicht. Mit Code. Mit Code kann man es nicht beenden. Sollte man das auch mit Code antreiben? Das wäre ein bisschen doof. Geht das? Nö, schade. Ja, ach, eigentlich. Eigentlich muss es. Scheiße. Scheiß okay. Copyright. Ah, okay. Ja, dann hier. Tja. Ah, es klappt auch. Hä, warum klappt es denn gerade nicht? Habe ich das wirklich. Okay, es klappt auf jeden Fall. Da kommt der Millennium Stone raus. Ich dachte, ich hätte es so probiert, aber. Ja, kann man ja wieder drücken. Wir haben den Stein. Jetzt können wir aus einem Emerald zwei Dias machen. Wir können aus Holz, zwei Holz, Rohholz, Obsidian machen, glaube ich. Stimmt, dann mache ich erstmal Fett Obsidian. Ja, dann können wir in der nächsten Folge. Total overpowered, den, was soll's. Dann können wir den in der nächsten Folge in den Nether und sogar noch den in den Enchanted Glass Dings da machen. Ja, das ist wahr. Nether kriegen wir Blaze Swords und dann können wir ganz, ganz toll Zepters von Dings machen, Lycanids Mobs. Das ist so. Jeder, der Monster Miner geguckt hat, liebt. Warte mal, wie kriegen wir denn jetzt nochmal Obsidian? Zepters von Dings. Wir brauchen zwei Holz, was? Alter, das funktioniert geil. Jetzt wird erstmal fett der Dungeon gespawnt. So. Das ist ein Ho-Ho-Ho-Dungeon. Oh nein. Oh ja. Wie viel Obsidian brauchen wir denn? 10, ne? Nee, 2. 10 für ein Portal. 2. Oder 14, dann sieht's schöner aus. Ja, dann sagen wir 14. Ja, und wir können den Prozess immer wiederholen. Wir brauchen einfach nur 8 Smaragde oder so. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass es nicht kaputt geht und dass wir vorher vielleicht auch genug Diamanten herstellen mit allem. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich Sachen hier hingekriegt. Das ist echt heftiger Shit. Und das war wirklich ein großer Schritt, dass wir endlich bei dem Minium Stone haben. Ein kleiner Schritt für uns, doch ein großer Schritt für das Modpack. So kann man sagen, um hier so ein Zitat nachzuahmen. Und Zeit sagt er bestimmt schon wieder zu viel, ne? Ne, 19 Minuten. Ach Gott, mal in der Zeit sind wir mal, Merlin. Stell dir's vor. Was? Ich dachte, wir liegen mal in der Zeit, ja. Da alles wäre relativ. Oh, diese hässlichen Kackviecher sind immer noch da unten. Aber da können wir auch schon mal. Ach so, wir können ja schon mal für ein Enchant. Da kommt dieser Scheiß rein. 4 Obsidian brauchen wir nochmal. Also 8 Hölzgen. So. Hölzgen. Ja, 8 Hölzgen. Lustig. Oh nein, meine Rüstung ist auch schon wieder fast kaputt. Oh, die hält ja gar nichts aus. Die Extended oder was? Ja. Ja, die hält echt nichts aus. So, Diamanten brauchen wir 2, unsere 2 letzten Diamanten. Lustig. Und ein Büchlein habe ich ja zum Glück kaum in meinem Rucksack. Dank Merlin. Geil. Habe ich ja alles richtig gemacht. Enchantment Table, Eye of Ender. Ja, sollen wir unsere einzige Enderperle verschwenden?
It's die können wir uns eh aus vier Eisen Eye machen. Of the Ender, it's primal, no fight. Ich glaube auch. Kriegen wir irgendwo Blaze Powder her? Oder eine Lohnroute? Nein, kriegen wir nicht. Daran scheitert nämlich jetzt. Das wird sich Lohnrouten. Hoffentlich. Ja, ein Basic Enchantment Table haben wir schon mal. Da können wir später gleich das Upgrade machen. Hast du, Sidian, geht dieses Rezept mit dem Holz? Zwei Holz, ja. Geil, das ist so OP. Das ist vor allem gar nicht vergleichbar, aber was soll's. Na gut, es ist ja nicht wirklich schwer, nur kein Mensch hat Bock da drauf, weil das halt lange dauert zum Abbauen. Aber das wär's dann jetzt auch gewesen mit der Folge. Chaco Pyrite. Auf jeden Fall. Ja, willst du noch herkommen oder sollen wir es einfach so machen? Ich würde gerne herkommen, aber ich bin mitten im Eternal Frost. Ja, dann sagen wir einfach so, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und wir sehen uns bald. Wir gehen dann offscreen nach Hause und wir sehen uns dann demnächst in der nächsten Folge. Und dann werden wir nochmal ein Ho-Ho-Ho machen. Definitiv machen wir das. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen, wie schon gesagt, und bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Kowalski! Bis dann.